Willkommen zurück, Freunde, bei Risen 3 Titan Lords. Ja, meine Güte, da sind wir immer noch bei Magiern, immer noch ein bisschen viel Schwätzchen halten, aber gleich sind wir doch, denke ich, doch mal durch. Haben natürlich neue Aufgaben bekommen, mit den Blitzmonolithen, die Fuego und hast nicht gesehen, mit den Monolithensteinchen. Und schreibt mir da unten in die Kommentare, ob für euch 30 Minuten okay sind, denn ich glaube, es passt eigentlich ziemlich gut für so ein RPG. Oh, hier dürfen wir nicht rein. Ne, hat keiner gesehen, ne? Finde ich super. Ja, weil halt die Geschichte einfach so wahnsinnig schön ist und dann habt ihr auch mehr zu gucken. Oh, magische Sie Legenden. gehörte dem Führer der Expedition, die den Jungbrunnen damals fand. Doch er starb, bevor er selbst von dem tödlichen Wasser kosten konnte. Die Fiole soll auf Takarigua vergraben worden sein. So. So. Der Schatz eines namenlosen Captains, die Fiole. Ja, Takarigua müssen wir so und so hin, wie wir erfahren haben, mit dem Blitz, Monolithen und Monolithensteinchen. Wegen die Fuego und Co., ne? Aber wir gucken uns natürlich hier fleißig um. Moment, war da noch was? Ein Pokal. Hey, Totaki! Ja, Totaki. Warum? Irgendwas dagegen? Ich hoffe doch nicht, ne? So, sonst haben wir hier nichts, ne? Da ist einfach so ein Pilz oder was? Also ein Topf drin. Okay, ich wollte gerade sagen. Bist du ein Bisi? Bisi. Hallo, Bisi. Na, du? Oh, du nix, Zaubermann. Nein. Bisi sofort erkannt. Ich hab aber, Runenmagie und so, Respekt. Gut kombiniert, Kleiner. Jipp. Bisitaki Bücher und bringen an richtigen Ort. Nix immer richtig sortiert. Aber mit Zeit, ich werde besser. Ohne Halpo von Gno, großes Chaos. Das kann ich verstehen, aber genau, das ist das Wichtigste eigentlich. Darauf will ich nämlich echt mal kommen, weil die Gnome, die eigentlich immer ihre Aurikulki suchen, arbeiten gegen Gold. Das klingt so ein bisschen merkwürdig. Behandeln dich die Magier gut? Wenn Bisi später bei Halpo, Zaubermänner Smilla. Verstehe, wenn du fleißig bist, dann sind die Magier zufrieden mit dir. Jip, jip. Darum viel arbeiten, wenig Blabla. Meister Lumbrock immer sagen, Reden ist Silber und Ohrfeigen sind Gold. Es heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Homie, sicher? Ganz sicher. Sprachunterricht, okay, und das war's schon. Eieiei, ich hoffe auch, dass die Gnome mit den Magiern zufrieden sind, ne? Unabhängig davon, ob hier jetzt ein großes Chaos entsteht oder auch nicht, eine Schatzkarte. Sehr gut, sehr gut. Ja, und wir haben ja erfahren, es gibt drei Blitzmonolithen. Oh, mit dem können wir uns auch noch unterhalten. Und den Schwertmeister habe ich jetzt aus Versehen gelesen, aber für euch nochmal. Die Ausbildung am Schwert war seine Leidenschaft, bis er sich zur Ruhe legte. Die magische Scheide seines Schwertes war vollkommen abgenutzt. Vermutlich nahm er sie mit in sein Grab auf Kila. Ah ja. Ja, und das müssen wir nämlich auch noch suchen. Das hat man auch nicht gefunden. Ich meine, uns sind einige legendäre Gegenstände irgendwie entgangen, aber immerhin werden sie markiert und damit können wir auch machen, was wir wollen. So, hallo. Aha, aha. Ein Neuankömmling hier auf Taranis. Ja. Grund für deinen Aufenthalt auf Taranis? Ja, nicht, dass du aufschließt und uns wieder anmeckern willst, wie du es gleich tust am Ende des Gesprächs. Streng geheim, tut mir leid. Klar, sind Magier, ne? Ich bin auf der Suche nach Antworten, klingt eigentlich toll, denn ich möchte Magier werden. Funktioniert hier nicht mehr, oder doch? Nee, bestimmt nicht. Ich bin auf der Suche nach Antworten. Das sind wir alle. Aber wir halten niemanden von der Arbeit ab. Wenn ich Antworten suche, studiere ich die alten Schriften. Das kostet Zeit und Schlaf. Aber weiter im Prozedere. Ich werde deine Ankunft dokumentieren und archivieren. Jede Information kann wichtig sein. Na, wenn du das sagst. Aber warte mal, waren wir nicht am großen Tor und haben das alte Wissen verstanden, aber irgendjemand sollte es irgendwie uns übersetzen oder irgendwie war da doch was, ne? Also pass mal auf, erstmal. Kannst du mir Sachen beibringen? Wenn du mir den nötigen Obolus überlässt, dann sollte das kein Problem sein. Ja. Zauber kann ich dir natürlich keine beibringen. Zumindest nicht, solange du keiner von uns bist. Das freut mich doch schon mal zu wissen, falls wir das zweite Mal hier sind. Ne? Und das Schürfen lernt uns ja der Endboss, das wissen wir auch. Okay. Bring mir etwas bei. Dann lass mal sehen, was du schon kannst. Schon eine ganze Menge. Sprüche herstellen brauchen wir nicht. Zumindest bis dato nicht. Ich kann es mir nicht erklären, wofür wir sie brauchen. Vielleicht gut, den Papageienflug und all solchen Kram, aber nö. Wozu braucht ihr die ganzen Informationen? In dieser Zeit muss es eine Institution geben, die das Wissen der Menschheit zusammenträgt. Verlieren wir das Wissen, verlieren wir auch die Chance auf eine Zukunft. Allein die Vorstellung, wie viel Wissen durch den Zwist mit der Inquisition verloren ging, erschüttert mich zutiefst. Kannst du mir etwas über die Schatten erzählen?
Lass mich mal überlegen. Ihre Art wandelt nicht das erste Mal über diese Welt. Irgendwas treibt sie an. Nur was es ist, das kann ich nicht sagen. Sicher ist, dass wenn sie nicht gestoppt werden, die Existenz der Menschheit auf dem Spiel steht. Aber dank unseres Reaktors sind wir gewappnet. Der gute Reaktor. Ja, damals sind sie schon irgendwie über die Insel gelaufen, aber in den ganzen Risen-Teilen, meine ich, haben wir noch nie irgendetwas von den Schatten gehört, ne? Ich meine, gut, es gab damals die Ghule, die aussahen wie Schatten, ganz in schwarz mit ihren leuchtenden Augen in Teil 1, aber sonst weiß ich nicht. Habe ich da irgendwie bis dato noch keinen Zusammenhang. Aber wer weiß, vielleicht spielt das ja viel, viel länger her. Wie wurden die Schatten damals besiegt? Dein Scharfsinn beeindruckt mich. Diese Frage ist in der Tat eine Überlegung wert. Ich schätze nicht, dass die Menschen damals etwas für unseren Reaktor erschaffen konnten. Vielleicht findet man die Antwort bei den Dämonenjägern oder Eingeborenen. Aber von deren Hokuspokus würde ich mir keine adäquaten Antworten versprechen. Na, 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 vor dir steht ein Dämonenjäger, ne, mein Guter? So, hab vielen Dank. Und, Kristalle, Reaktoren, Titanen, ein Buch. Aber ich glaube, wenn wir das mitnehmen, dann, hallo. dann, kriegen wir auf die Finger. Und zwar mit Magie. So, was haben wir denn hier ganz oben noch? Haben wir hier noch was Schönes? Eine Kiste, eine Truhe und natürlich wieder so eine Menge Stuff hier, ne? Speicher mal eben kurz. Dürfen wir das mitnehmen? Na, meckert keiner? Nö, anscheinend nicht, ne? Der gute Besteck und so. Dann nehmen wir natürlich alles mit. Was soll's hier? Komm, eingepackt. Nee, Hocker brauche ich nicht. Eine Spruchrolle und zwar, Splitterhagel. Oh, guck dir das mal an. Wahnsinn. Naja, nehmen wir halt mal mit, ne? Irgendwie habe ich, glaube ich, über uns oder unter uns einen gehört. Aber wenn keiner meckert, dann warum denn nicht? Also vielleicht brauchen wir es irgendwie mal. Ob man damit Sachen herstellen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht kann man ja als Schmied die Sachen einschmelzen. So, Löffel, dann noch die Krüge. Ein, zwei und das war's. Teller kriegen wir nicht. Nur Gold- und Silberteller. Und dann wollen wir uns natürlich dem Wichtigsten widmen. Und zwar die Truhe. 110, wir sind schon richtig weit gekommen. Gefällt mir auch richtig gut. So, rechts, links. Rechts funktioniert nicht. Dann müssen wir natürlich wieder aus der Mitte arbeiten. Na komm schon, das war doch eigentlich richtig so. Jawohl. Dann zeig mir ja, was gibt's denn Schönes? Magische Kristalle verdammt. Verdammt. Mensch, hat bei den Magiern einen hohen Wert. Ich frag mich aber, wie, wo, was und inwiefern. So, nochmal speichern. Gehen wir ganz nach oben. Halt! In den Privatgemächern von Meister Lumbrock hast du nichts zu suchen. Ist das so? Ja. Und meine Anweisungen waren sehr deutlich. Niemandem ist Zutritt zu gewähren und daran werde ich mich halten. Okay. Lässt du uns durch? Lass mich durch. Ohne guten Grund? Nein. Ich komme wieder. Ja, das sagen sie alle. Aber mit dem Kopf durch die Wand ist nicht. Wird geladen? Hallo? Ach so, okay. Nun gut. Hallo, Patty. Kommt uns direkt um den Hals geflogen. Ich denke mal, da werden wir dann vielleicht irgendwann früher oder später mal hingeschickt, ne? Aber dann haben wir die Magier durch. Was heißt jetzt durch, ne? Ich meine, die müssen sich schlafen legen, damit wir ohne Probleme überall alles natürlich mopsen können. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Messer werfen und Co., denke ich mal, mache ich alles alleine. Ne? Damit das nicht allzu lange hier dauert. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich meine, ich habe es euch ja mal gezeigt. Ist jetzt, ja, ne, wisst ihr. Ist jetzt nichts so Dolles, aber der gute Cox. Was ist? Gibt's ein Problem? An für sich nein, aber obwohl doch. Totenkopfhöhlen, Schattenwesen, verwüstete Landstriche, das Übliche halt. Jo. Und wenn schon, mit der Macht, die uns die Magier geben, gibt es nichts, was uns gefährlich werden kann. Nicht einmal ein Titan könnte hier Fuß fassen. Dafür ist gesorgt. Wer die Magie bändigen kann, kennt keine Feinde mehr. Eieiei, ganz schön große Sprüche, ne? Du scheinst dir deiner Sache ziemlich sicher zu sein. Und ob, guck dir doch an, was die Magier hier auf Taranis schaffen. Ganz egal, ob die Götter die Welt verlassen haben, wir brauchen sie nicht mehr. Je mehr Kristalle unsere Minen abwerfen, umso größer wird unsere Macht. Eine große Materialschlacht, also unabhängig davon, wegen Glauben hin oder her, aber einfach mal so jemanden, einen Gott, der ja in dem Sinne hier in Risen wahrhaftig ist, abzuschwören, ist nicht so sonderlich super, ne? Kannst du mir etwas über die Kristalle und die Minen erzählen? Ich weiß nicht, warum die Kristalle so mächtig sind. Aber ich weiß, dass sie unseren Feinden ein ordentliches Loch in den Pelz brennen. Genau darum ist die Förderung von diesen Dingern auch so verdammt wichtig.
Aha. Das ist doch cool, aber natürlich haben wir die Silberzunge und da wird uns doch bestimmt ein paar geben. Wie viele Kristalle hast du in deinem Besitz? Ich? Ach, das ist nicht der Rede wert. Eine Handvoll und das war's auch schon. Woanders wird das Zeug eben dringender gebraucht. Dann macht es dir ja sicher nichts aus, ein paar davon abzugeben. Eigentlich nicht. Hier. Ha, dachte ich doch. Immerhin zweimal magischer Kristall, wofür auch immer. Vielleicht kriegen wir hier auch irgendwie eine Menge Geld oder all so ein Kram. Aber schauen wir doch mal, dann, Was machst du noch, außer große Reden schwingen? Ha, bist beeindruckt, was? Nun, ich warte auf den nächsten Einsatzbefehl von Magnus. Solange er mir noch keinen neuen erteilt hat, bereite ich mich vor. Denn nur wer gut vorbereitet ist, wird es hier im Lager zu etwas bringen. Und das werde ich. Immerhin hat der Junge eine Menge Selbstvertrauen. Finde ich super. Ja, was hältst du von einer Runde Messer werfen? Das machen wir dann ein andermal. Ne? So, Apfel, her damit. Was haben wir noch Schönes? Wer bist du denn? Ach so. Ah, der Brown. Mit dem könnten wir jetzt, glaube ich, Armdrücken machen, wie es ausschaut. Aber jetzt nicht zu voreilig. Was haben wir noch hier Schönes? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Hol mal eben hier kurz deine Hand raus. Die gute Telekinese. Da oben kann man bestimmt hochfliegen oder so, ne? Also ein Kram. Eieiei. So, was haben wir hier? Ne, komm, wir laufen jetzt erstmal hier weiter entlang. Schön am Rand, aber ich glaube, hier geht es doch schon wieder runter in die Wildnis, wie es ausschaut, ne? Oder zumindest da unten zu dem schönen, großen Portal. Können wir natürlich machen, aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Ich will nämlich gerne die Magier fertig haben, auch wenn ich glaube, wenn der Di Fuego auf Takarigua, eine versteckte Truhe, der gute Di Fuego... Ach, guck mal hier, zwei Monolithensteine. Ach, dann haben wir die Quest ja schon beendet. Kasims Versteck, sag ich doch. Coole Sache. Müssen wir erst nach Takarigua, ne? Wegen dem Monolithenstein. Sonst haben wir nämlich gar keine Chance, hier irgendetwas zu machen. So, haben wir hier noch irgendwas versteckt? Was Besonderes? Na, da nicht, da nicht. Ah, hier oben kann man bestimmt auch vielleicht noch hoch. Müssen wir uns alles angucken. Müssen wir. So, dürfen wir hier durch oder meckert dann jemand? Nee, bis dato meckert keiner. Bier, meins. Es sei denn, gleich kommt einer um die Ecke oder so. Da sind auf jeden Fall Schlafdinger. Okay. Gabel, Löffel, Messer, Gabel, Löffel, Gabels, Löffels, genau. Oh, Kochlöffel, ja, Kochlöffel ist natürlich prima. Oh, hallo. Besser, du fasst hier nichts an. Nö, ich wollte mich eigentlich nur mal umgucken und von da unten kommt sogar auch noch einer. Eieiei. Eieiei, wie, legst du dich jetzt schlafen oder was los? Oder gehst du, ist da unten die Taverne? Ich weiß ja nicht. Ach so, der patrouilliert hier rum. Interessant, interessant. Ja gut, komm. Dann dürfen wir da so und so nicht rein. Müssen wir abends mal dann vorbeischauen. Was haben wir denn hier unten? Hallo, dürfen wir hier rein? Oh, ein Fusel. Ah, hier gefällt es mir schon viel besser. Ja, riecht natürlich. Ein bisschen wie Vaters alte Kajüte, oder? Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Wenn ich genau drüber nachdenke, kommen das mir dann noch ganz andere Ordnung. Sachen wieder hoch. Da kommen die ganz andere Sachen wieder hoch. Ja, da will ich jetzt nicht drauf näher eingehen. Wir speichern jetzt nochmal. Na, seid ihr immer noch meckern? Ich werde hier alles mitnehmen, ob er wollte oder nicht. Entweder tagsüber oder nachts. So, ich will gern Bier, danke. Von Anstand hast du wohl noch nie was gehört, oder? Nö, habe ich nicht. Also die meckern aber hauen uns nicht, ne? Das ist irgendwie ein bisschen... Oh, da ist Fleisch. Gib mal her. Hey, Atto, Atto! Ja, Atto, Atto, jetzt mach nicht so einen Von Wind. Von Anstand hast du wohl noch nie was gehört, oder? Nein, habe ich nicht. Bier, so, meins. Naja. Nehmen wir halt alles mit. Hey, Atto, Atto! Ja, Atto, Atto. Haben wir hier sonst noch irgendwas Schönes? Guck mal hier, ein Krug, noch ein Bier. Hey, du Taki? Nein, ich bezahle dafür auch. Versprochen. Wenn wir wieder eine Menge Geld haben. Aber, Moment mal, wer ist denn hier? Der gute Zakir. Zakir mag Gold. Obi hat Gold? Na komm. Ja, hier hast du 5 Goldmünzen. Zakir will mehr Gold. Homi, gehen und bringen mehr Gold. Verdien dir doch dein eigenes Gold. Nee, wenn Homis geben Gold, sag dir zufrieden. Du geben sag hier Gold und sag hier dir was erzählen. Okay. Wie viele Gnome leben auf Taranis? 5. 5? Kriegt Zakir mehr Gold, wenn er dir sagt, höhere Zahl? Nein, Zakir kriegt gar nichts, weil er nicht rechnen kann. Also gib mir mein Gold zurück. Na gut.
Ach, wie genial ist das dir? 5. Kriege ich mehr Gold? Der hat ein Gold behalten. Oh, nee, ne? Gnome sind doch wieder sowas von, Du hast mir nur 4 Goldmünzen wiedergegeben. Da fehlt noch eine. Aber 4 ist viel mehr als 5. Und die Hälfte von... Was? Vergiss es. Behalt die Münze. Naja, komm, der hat ja jetzt schon wieder gewonnen. Ne? Wenn er das mit jedem macht, dann ist er steinreich. Trauen die Wächter euch Gnomen über den Weg? Wächter trauen nur Zaubermännern. Aber Augen von Wächtern sehen hinweg über Gnome. So sie nicht sehen, wenn wir machen Geschäfte. Aha. Verstehe. Okay, nicht schlecht. Ja, dann laufen wir schön weiter mit deiner Kiste hier. So, wer ist das denn hier? Psst. Hey, du. Komm mal her. Mhm. Was gibt's? Nicht so laut. Sonst kriege ich wieder Ärger mit den Wächtern. Oha. Und warum? Du gehörst nicht zu den Wächtern. Nee. Magie war mir noch nie geheuer. Ich bin Fischer. Ich war schon Fischer, bevor die Magier hier auf der Insel ihre Experimente gestartet haben. Aha, ein Fischer also. Und was fischst du hier oben im Lager? Gar nichts. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Naja, ich dachte vielleicht Frauen. Ja, ja, ich weiß, der war schlecht. Warum müssen wir überhaupt flüstern? Die Wächter wollen nicht, dass ich jemand um Hilfe bitte. Warum? Was ist daran verkehrt? Weil ich die Leute mit meiner Geschichte nur verrückt mache. Das hat zumindest Hartwig gesagt. Was ist dein Problem? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Komm, erzähl uns alles. Nicht, dass da irgendwie ein Tipp dabei ist, ne? Die lange Version. Okay, das war so. Lina, Tokel und ich haben bis vor kurzem die Fischerhütte im Tal bewohnt. Denn Fischen war nicht nur mein Traum, sondern auch ihrer. Du musst wissen, die Fischerei kann ein einträgliches Geschäft sein. Na komm, jetzt habe ich gesagt, die lange Version, jetzt bringen wir es auch hinter uns. Und weiter? Naja, eines Tages dann, da zog dann auf einmal dichter Nebel auf und richtig kalt wurde es. Erst dachten wir uns nichts dabei, aber anbeißen wollte auch nichts mehr. Lass mich raten, Schatten? Sag bloß. Und dann? Naja, da beschlossen wir uns erstmal ein Feuer zu machen. Aber bevor es richtig in Gang kam, hörten wir diese unheimlichen Geräusche. Unheimliche Geräusche? Ja, aus dem Nebel. Da war etwas im Nebel. Eieiei, das erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an Stephen King, der Nebel. Und ja, der Film ist übrigens gut, das Buch ist noch besser, auch wenn es nur ein Taschenbuch war. Zumindest ich hatte ein Taschenbuch. Es ist eine Kurzgeschichte, schon der Hammer. Ja, dann, Da kam also Viehzeug aus dem Nebel. Weiter. Nicht irgendein Viehzeug. Sowas hast du noch nicht. Lass mich raten. Schattenwesen. Ja, aber woher weißt du... Sag einfach, was mit deinen Freunden passiert ist. Naja, das ist ja mein Problem. Ich weiß nicht, was mit ihnen geschehen ist. Ich hab die Beine in die Hand genommen und bin hierhin geflohen. Du bist ja ein toller Freund. Mann, ich hatte eine scheiß Angst. Bitte, kannst du nicht nach innen sehen? Eieieiei, meine Güte. Ja, dann, ja, klar, dann machen wir, aber... Gibt es sonst noch etwas, das ich über deine Freunde wissen muss? Naja, vielleicht solltest du dich mal auf der kleinen Insel im See umgucken. Vielleicht hat Tokel sich dorthin zurückgezogen. Aber das ist nur eine Vermutung, nichts weiter. Nun gut, okay. Ich kümmere mich um die Sache mit deinen Freunden. Danke. Endlich tut hier mal einer was für mich. Ich denke, du solltest mit der Suche bei der Fischerhütte beginnen. Sei aber vorsichtig. Mit diesen Biestern ist nicht zu spaßen. Naja, mal gucken, was dann halt kommt, ne? Steht natürlich immer noch auf schwer, der gute Spiel hier. Natürlich, aber ich glaube, in unserer Schnelligkeit, da kann kein Vieh mithalten. Was haben wir hier Schönes? Oh, guck mal, noch ein Krug, ja. Guck mal, hier ist doch so viel rum und hast nicht gesehen. Ich meine, gut, wir brauchen ihn eh nicht. Eine Spruchrolle. Roster halten. Mhm. Was ein schickes Gemälde, hör mal. Schick. Schick, schick, schick. Ja, ja, toller Freund. Definitiv, ne? Muss man schon sagen. Ja, der gute Roderich. Obwohl, Na? Hier, Junge, brat dir mal ein Stück Fleisch. Du siehst ja ganz verhungert aus. Danke. Also. Womit kann ich dir helfen? Willst du deine Vorräte auffrischen? Oder vielleicht ein wenig Kräfte messen?
Interessant. Er ist also dann der, in dem Sinne der Koch, ne? Erstmal, wir begrüßen ihn wie bei den Gnomen. Ja, Edelstein Proviant, sehr schön. Dann, Du versorgst also die Leute hier. Korrekt. Aber die hungrigen Mäuler zu stopfen ist nicht immer einfach. Die Arbeit in den Minen sorgt dafür, dass die Kerle immer hungrig sind. Zum Glück fressen die Gnome nicht so viel. Und wenn sie Hunger haben, reicht auch der Abfall. Oh, bitte was? Hallo? Die Gnome kriegen Abfall von dir zu essen? Klar, und ich fühle mich nicht schlecht dabei. Die scheren sich nicht wie die Herren Magier drum, ob die Wurst im Dreck lag. Hauptsache, sie ist fettig und gibt ordentlich Speck auf die Rippen. Außerdem muss ich mit dem, was Romald uns zukommen lässt, haushalten. Ja gut, ich meine gut, ja klar, die Gnome sind nicht so pingelig wie die Magier, aber letzten Endes, das hört sich echt schlimm aus hier, schlimm an. Mann. Ja, wie funktioniert Armdrücken, kennen wir schon bereits? Was hast du anzubieten? Such dir was aus. Ja, dann zeig mal her, wahrscheinlich nur Essen und so, ne? Rezept für Grog, Zucker. Ja komm, nehmen wir's mit, den guten Zucker, falls wir doch nochmal irgendwie uns Grog oder so, brauen müssen. Also, da haben wir jetzt schon 2-3 Leute für Armdrücken gefunden. Und, hallo. Messer werfen, alles wieder mal dabei. So, links, rechts. Nanu. Was? Was ist hier los? Na, jetzt nimmst du mich auf den Arm, ne? Jetzt? Nanu. Warum hat es eben nicht geklappt? War ich zu schnell? Naja, egal, was soll's. So, mal wieder die nächste Truhe geplündert. Haben wir hier was Schickes am Lagerfeuer? Obwohl, da kann ich auch so gucken. Ja, da haben wir einiges zu tun. Agila? Kennen wir auch noch nicht. Hey, ich bin Agila. Hi. Wenn du was Besonderes brauchst oder ein paar Kristalle loswerden willst, bin ich dein Mann. Kristalle loswerden? Erzähl mir lieber, was du dafür, was man damit machen kann. Hast du ein paar Tipps für mich? Klar. Wenn du Waffen suchst, sprich mit Gordon und Stanley. Okay. Und beim Armdrücken und Messerwerfen kannst du dir das nötige Gold verdienen. Ach ja, und wenn du die Chance bekommst, erledige eine Aufgabe für die Magier. Die Belohnungen sind gut. Aber auch beim Saufen lässt sich hier die ein oder andere Münze verdienen. Ich kippe mir meist spät in der Nacht bis zum frühen Morgen ein. Apropos Saufen, wir können uns ja auch ehrlich gesagt mal unten mit dem Wirt unterhalten, ne? Gute Sache. Wie ist das mit dem Messerwerfen? Das ist nur was für Kerle, die eine ruhige Hand haben. Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du das Messer wirfst. Ach ja, falls du einen Gegner brauchst, sieh dich einfach bei der Scheibe um. Sobald jemand an ihr trainiert, kannst du ihn herausfordern. Gut, das kennen wir schon, aber nun gut, komm schon. Wie läuft das mit dem Armdrücken? Sprich mit Roderich. Es war seine Idee, das einzuführen. Er kann dir die Regeln erklären. Aber sei vorsichtig, wenn du gegen ihn drückst. Er hat keinen Arm, sondern ein Ofenrohr. Ich will hoffen, dass immer noch der Arm ist. So, dann Informationen. Ja, das ist wichtig. Handelst du auch mit Informationen? Tja, erst vor kurzem hat mir ein Vögelchen etwas Interessantes gezwitschert. Also, die Magier haben scheinbar einen feinen Vorrat an Kristallen angelegt. Und ein schlaues Kerlchen wie du kann ein paar Kristalle doch sicher gut gebrauchen. Ich denke mal schon, ne? Aber sag doch erstmal... Was kannst du anbieten? Alles, was du brauchst. Ja, dann zeig doch mal her. Du hast doch bestimmt irgendwas Nettes für uns, oder? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kohle, aber deswegen werden wir so und so... Oh, Trank des Diebes, den müssen wir ja mitnehmen. Oh, und schon sind wir pleite. Den müssen wir mitnehmen. Eine vergoldete Kugel. Wahnsinn. Pistolen plus 10. So, erstmal Handel akzeptieren, nochmal handeln. Was kannst du anbieten? Alles, was du brauchst. Ja, und dann werden wir nämlich jetzt mal hier verkaufen gehen, denn wir haben so und so zu viel dabei. Mal gucken, ob wir irgendwie Sachen dabei haben, die doppelt sind. Ich weiß, wir haben unser Inventar so zugemüllt, wie es nur geht. Aber alles halb so wild. Wir haben ja genug Kleinvieh dabei. Und wahrscheinlich auch den ein oder anderen Schatz. Das können wir alles behalten. Genauso wie die schönen Rüstungsteile. Ich mag sowas zu sammeln. Ich bin ja immer so ein Sammler, ne? Ich meine, die meisten wissen das ja von euch. Ich sammle immer super, super, super gerne alles. Davon haben wir auch 2, davon haben wir auch 2. Ja, Proviant behalten wir. Die Tränke behalten wir auch. Und wir brauchen sogar richtig viel Gold. Ich weiß gar nicht, ob wir da mit den Schätzen eigentlich auskommen. Aber hier, Schattenwaffen. Ja. Kann auf jeden Fall weg.
Der Pokal, klar. Silberbecher. Ich glaube, wir brauchten. Nee, wir brauchten noch Becher, ne? Egal, komm. Die werden wir jetzt auf jeden Fall alle hier mal eben kurz verticken. Damit können wir so und so nichts anfangen. Und es gibt ja letzten Endes auch gutes Gold. Die Affenstatue, so und so, das weiß ich gar nicht, ne? Nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft gefertigt. Das werden wir mal aufheben. Das Jagdhorn ist, ziemlich wertvoll, aber keine Zutat. Ich meine, es gab auch ein Horn, da können wir eine Zutat, ne? Irgendwie gewinnen. Ein Relikt aus einer anderen Zeit, der Schädelbecher. Werden wir auch mal behalten, Goldpokal, genau. Ja, goldenes Zepterchen, komm auch weg. Die gute Königsmaske, die goldene Schale und zack, haben wir wieder ein bisschen Kohle. Krone kann auch weg. Die Edelsteine behalten wir. Auf jeden Fall. Boah, wir haben schon so viel gesammelt, ne? Guck mal hier, die Kralle. Die Kralle ist keine Zutat, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber was ist denn, wenn wir 130 verkaufen? Bumm. Richtig Kohle hier. Wichtige Zutat für Voodoo-Magie, genau. Steht, meine ich, nämlich auch immer dran, ne? Jo, 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 steht doch immer dran. Säuredrüse, alles Zutaten, alles Zutaten. Die möchte ich ehrlich gesagt immer behalten. So gut, wie es halt immer geht. Ein paar Sachen, die Felle. Die Felle brauchen wir nicht. Die können wir auch mal eben hier kurz loswerden. Jawohl, guck mal hier, richtig Kohle. Jawohl, schon 4000. Ja, und das war's dann doch erstmal, ne? Die Rezepte und so behalten wir. Löffel, Krug, Meißel, komm. Das ist alles Kleinvieh, da kann ich auch mal offscreen verkaufen. Was kannst du anbieten? Alles, was du brauchst. So, und jetzt werden wir uns nämlich, wo haben wir's? Nämlich, den legendären Gegenstand erstmal kaufen. Wo hat er ihn hingepackt? Da hat er ihn hingepackt. So. Die vergoldete Kugel gibt natürlich wieder Ruhmpunkte und... Was kannst du anbieten? Alles, was du brauchst. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen doppelt und so, alles halb so wild, denn ich will nochmal gucken wegen den Tränken des Willens, des Schützen, des Klingen, Abwehr, Ritual, der Magie. Ja, brauchen wir alles nicht so. Überzeugung, ja, meine ich, haben wir noch, ne? Die Dieses-Tränke sind mir wichtig, aber wir sollten so und so mal irgendwann mit der Alchemie anfangen. So, meine Güte. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Ja, ein bisschen Gold haben wir denn noch, ne? Was hast du denn so? List, Fernkampf. Jo, da fehlt uns, glaube ich, der Fernkampf, ne? 35, Fingerfertigkeit, List, Dolche meistern. Ah, Fingerfertigkeit 90. Und das ist schon wieder alles so High-End. Na gut. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Nicht so schnell, mein Freund. Ja, ja. Weitere Informationen gibt es nur gegen Gold. War ja ziemlich klar. Aber so viel Gold ist es gar nicht. Das ist cool. Dann... Was hast du davon, wenn ich mir die Kristalle hole? Naja, außer die paar Goldmünzen, die ich für zusätzliche Informationen bekomme, nicht viel. Es ist mir ein persönliches Ding. Hab bei Ihnen mal was mitgehen lassen und wurde erwischt. Der Anschiss sitzt mir heute noch in den Knochen. Deine kleine Diebestour wäre für mich eine Art Genugtuung. Oh, so ist das also, ja? Die Rache dann, gut. Von welchen Magiern sprichst du genau? Nun, man erzählt sich, dass der Alchemist Nergal seine Wertsachen in einer nahegelegenen Truhe ablegt. Ja. Außerdem lässt Lumbrock sein Zimmer von einer Wache rund um die Uhr beaufsichtigen. Wie kommt er denn? Da hätte er sich auch gleich auf die Stirn schreiben können, dass es bei ihm was zu holen gibt. Der letzte im Bunde ist Meister Faruko. Aber dessen Truhe zu knacken ist nicht ganz ohne. Mhm, okay. Und wie kommen wir dann an die Truhen ran? Schon 100 Gold. Na komm, was soll's. Wie komme ich an die Truhen der Magier ran? Nun, bei Nergal wirst du kein Problem haben. Der ist so schusselig, der schließt das Ding sicher nicht einmal ab. Ja, Lumbrocks Truhe erfordert ein wenig Überredungskunst. Die Zimmerwache ist verflucht hartnäckig. Ah. Aber wenn du es schaffst, dass Lumbrock dir einen Auftrag erteilt, um in sein Zimmer zu gelangen. Glückwunsch. Und Faruko? Lass mich mal überlegen. Ich habe mal gehört, dass er einen Schlüssel besitzt. Quetsch ihn einfach mal aus. Die Sache sehen wir uns natürlich an. Also den guten Lumbrock haben wir ja nicht gesehen, ne? Oder? Haben wir ihn doch gesehen? War der... Na, egal. Ich sehe mir die Sache mit den Kristallen mal an. Ja, wird mal Zeit für eine Inventur bei denen. Ich schätze, deren Unterlagen werden wohl bald einen Fehlbestand ausweisen. Ich denke auch. So, hab vielen, vielen Dank, der Privatvorrat. Meine Güte, hier gibt es doch so viele Leute, mit denen man quatschen können, ne? Warte mal. Hallo? Ja, ja, ich weiß. Du bist neu hier und willst schnell Magie lernen. Nö. Schwing dir das ab.
Magie verlangt Übung und Konzentration. Wer schnell zum Erfolg will, wird schnell scheitern. Ich denke nicht. Ich wollte mich nur mit dir unterhalten. Sehe ich so aus, als wenn ich meine Zeit mit Schwatzen verbringe? Ich bin hier, um das Wissen der Magie zu verbreiten. Merkt ihr das? Ich muss mich nun wieder anderen Dingen zuwenden. Ach du meine Güte. Ja, dann, Zuhören. Lass... Immer auf den Nebenmann achten. Ihr müsst euch gegenseitig decken. Im Angriff gewinnt ihr den Kampf, aber mit der Verteidigung den Krieg. Das Zusammenspiel muss stimmen. Achtet auf das Schlachtfeld. Ja, achtet auf das Schlachtfeld und wir werden uns dem Schlachtfeld wieder widmen, dann aber erst leider in der nächsten Folge, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich wieder 30 Minuten Parts, weil es doch so ein schönes RPG ist. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wieder 20 Minuten haben wollt. Aber ich denke mal, es geht schon schwer in Ordnung, oder? 10 Minuten kriegen wir doch hin. Bis zum nächsten Mal.